Hallo lieber Wassermann und willkommen zu deinem persönlichen Monatsorakel für den Monat März 2021. Ich freue mich, dass du da bist und falls du ganz neu bist auf meinem Kanal, dann heiße ich auch dich ganz herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ja, lieber Wassermann, ich hoffe natürlich, dass es dir auch gut geht und du siehst vor dir jetzt schon mal auch drei Tarotkarten und diese geben dir einen groben Einblick in den Monat März. Das ist das, was auf dich zukommt, damit wirst du konfrontiert, die Hauptenergien und ich werde dann noch ein paar Karten für dich dazu ziehen, damit du eben noch nähere Hinweise bekommst. Und an dieser Stelle sage ich natürlich auch, so wie ich es eigentlich immer mache, das ist ein ganz allgemeines Orakel, lieber Wassermann, und es muss nicht unbedingt auf dich zutreffen, aber du wirst dann schon sehen, wenn es dann soweit ist. Ja, also falls du dann feststellen solltest, es hat nicht wirklich gepasst, beziehungsweise es ist nichts eingetroffen, wenn du möchtest, dann kannst du doch gerne mal gucken, was dein Aszendent ist oder was dein Zeichen im Mond ist. Vielleicht ist da auch etwas für dich dabei, was dann eben stimmt. Ne? Okay, und an dieser Stelle sage ich jetzt auch noch, das habe ich bei den anderen Sternzeichen auch schon gemacht, dieses Orakel, das, was ich dir jetzt hier gleich sagen werde, das ist das, was kommt für den Monat März, basierend auf deiner jetzigen Energie sozusagen. Also, ich will damit sagen, im Hier und Jetzt, jetzt gerade, gestaltest du deine Zukunft. Ja? Also, das Schöne ist, wenn dir das nicht gefällt, was du jetzt gleich sehen wirst, du kannst alles ändern, indem du einfach andere Entscheidungen triffst. Ja? Also nichts ist jetzt hier wirklich in Stein gemeißelt. Ja, alles ist sozusagen wandelbar und auch veränderbar. Und wie gesagt, du kreierst im Hier und Jetzt dein Leben. Und dieses Orakel basiert sozusagen auf deiner jetzigen Energie. Ja, genau. Okay, das ist das, was ich jetzt nochmal ganz kurz sagen wollte, bevor ich jetzt anfange mit deinem Orakel, lieber Wassermann. Ich würde jetzt aber sagen, wir starten und gucken wir uns deine erste Tarotkarte an. Da hast du die Welt. Das ist eine sehr, sehr schöne Karte. Also die Welt steht ja wirklich immer dafür, dass man wirklich ankommt, dass man an einem Punkt des Lebens ankommt, wo man wirklich eins ist mit allem sozusagen. Ja, also ich spüre bei dir aber auch, dass du im März wirklich sehr, sehr stark in Verbindung mit dem Kosmos kommst. Ja, also das ist wirklich eine sehr, sehr, das ist sehr, ja, du wirst einfach im Monat März eine schöne Beziehung mit der geistigen Welt, mit den himmlischen Mächten, mit dem Kosmos haben. Also man kann sagen, ich meine, ja, wir alle sind ja eins mit dem Kosmos. Aber bei dir, lieber Wassermann, ist es wirklich im März so, dass du wirklich das auch wirklich fühlst und dass das eben, ja, bei dir sich sozusagen manifestiert. Also wie soll ich denn das jetzt sagen? Bei dir ist es wirklich so, dass du ja, einfach eins bist mit dem Kosmos und du hast da wirklich, du bist da an einem Punkt im Monat März, wo du einfach dann wirklich, wirklich einen sehr, sehr guten Draht nach oben hast sozusagen. Genau, ich glaube, das ist das, wie man das jetzt am besten ausdrücken kann und das ist einfach auch das, was ich spüre. Also und bei dir, gerade lieber Wassermann, bei einigen von euch spüre ich eben auch, ihr werdet sehr, sehr viel um euch herum verstärkt wahrnehmen, was da passiert und ihr werdet auch einfach feinfühliger und na, und das ist dann so, wenn man feinfühliger wird, wenn sich die Schwingung erhöht, dann ist es auch so, man nimmt vermehrt, ja, man nimmt viel mehr wahr als üblich. Ne? Das ist einfach das, was ich damit sagen möchte. Lieber Wassermann, wir gucken jetzt auch weiter. Und was ich jetzt hier ebenfalls gerade spüre, ist einfach, bevor ich jetzt zur zweiten Karte komme, für einige von euch fällt es schwer. Ja, also es ist wirklich schwierig für einige von euch, damit jetzt irgendwie klar zu kommen, weil einige von euch sind wirklich sehr, sehr feinfühlig geworden, sehr, sehr feinstofflich auch. Und gerade wenn man dann so ist, so feinfühlig ist, so sensitiv, dann ist es natürlich umso wichtiger, dass man da sich sozusagen auch so ein bisschen schützt auch. Ne? Also was heißt schützen? Also das, ja, dass man sich halt immer hin und wieder so ein bisschen abgrenzt und sich halt hin und wieder auch einfach mal Gutes gönnt. Ne? Einfach mal ein bisschen mehr Self-Care und so weiter. Das ist eben das, was ich damit sagen möchte. Jetzt aber nun zur zweiten Karte, lieber Wassermann. Da hast du die 10 der Kelche. Das ist sehr, sehr schön. Und bei einigen von euch, jetzt wo ich die 10 der Kelche so sehe, glaube ich wirklich, das ist ein sehr, sehr gutes sehr, sehr schönes Familienleben. Man ist wirklich mit den Menschen zusammen, mit denen man auch einfach zusammengehört. Ja, und das ist sowohl die Blutsfamilie, ja, also vielleicht hast du da in der Blutsfamilie wirklich einige Menschen, mit denen du wirklich auch so zusammengehörst, auch seelisch, auch dich wirklich seelisch verbunden fühlst mit denen. Aber ich bekomme auch rein, dass es da noch andere gibt. Vielleicht hast du einen Partner oder eine beste Freundin, besten Freund, wie auch immer. Auf jeden Fall ist es wirklich eine sehr, sehr schöne Familienkarte in dem Sinne, dass man sich wirklich geliebt fühlt. Man fühlt sich geborgen, man fühlt sich unterstützt, man fühlt sich aufgefangen, ne, von den anderen Menschen. Und das ist genau das,
was ich hier ganz, ganz deutlich bei dir sehe. Also ich glaube, der März wird wirklich sehr, sehr schön werden, was wirklich das Thema, was wirklich mit, was mit der Familie zu tun hat, mit Familienmitgliedern eventuell oder einfach mit sehr, sehr guten Freunden, mit denen du dich richtig gut verstehst, mit denen du auf einer Wellenlänge bist und so weiter. Ja, gucken wir uns die dritte Karte an. Da hast du den Stern. Das geht es wirklich nicht. Also der Stern, der repräsentiert ja dich, lieber Wassermann. Der Stern im Tarot symbolisiert das Sternzeichen Wassermann. Aber ich glaube vor allem auch, für mich ist das auch schon wieder die Anbindung hier nach oben. Ne? Also man sieht ja hier den Faden, die diese Person hält. Und dieser ist ja hier sozusagen hier oben. Also was ich damit sagen möchte, du hast eine sehr, sehr gute Anbindung nach oben. Und ich glaube, dass auch du, lieber Wassermann, jetzt auch vermehrt Menschen hier begegnen wirst, die zu deiner Seelenfamilie auch gehören. Ja, vielleicht sind es sogar auch Blutsverwandte, vielleicht wirst du dann aber auch neue Menschen kennenlernen. Ja, ansonsten der Stern steht auch immer dafür, alles ist wirklich gut. Also du bist hier definitiv beschützt. Vielleicht bist du sogar auch wirklich beschützt von deiner Familie oder von Familienmitgliedern, ne? Also mit denen du dich wirklich hier richtig verbunden fühlst. Und ich glaube, dass diese da auch wirklich absolut für dich da sind und dir eventuell sogar auch den Rücken stärken. Das ist das, was ich da für dich jetzt reinbekomme, lieber Wassermann. Ja. Ich habe auch das Gefühl, bei einigen von euch, lieben Wassermännern, nee, die sind es nicht. Da habe ich das Gefühl, dass einige von euch jetzt wirklich auf einen Höhepunkt, dass du wirklich auf einen Höhepunkt deines Lebens sozusagen zusteuerst, sozusagen. Ja. Und hier ist nämlich auch gerade Schütze gefallen und Schütze steht auch einfach wirklich für die Abenteuer. Ich habe das Gefühl, lieber Wassermann, dein Abenteuer des Lebens beginnt sozusagen. Ja, jetzt geht es erstmal so richtig los. Das ist das, was ich jetzt hier gerade gemerkt habe. Jetzt ist aber mal gut. Meine Güte, ich habe jetzt hier noch gar nicht angefangen. Du warst ja mit Karten umworfen. Das ist ja der Wahnsinn. Was hast denn du hier überhaupt? Das ist Löwe, die Liebende oder der Liebhaber, wie auch immer. Ja, also hier geht es wirklich um den Ausdruck. Es geht um das Verspielte. Ja, das kann wirklich sein, dass du wirklich vermehrt jetzt auch sehr, sehr schöne Zeit mit deiner Familie verbringen wirst, dass du da einfach gute Zeit mit dieser Familie hast und dass ihr einfach wirklich eine schöne Zeit zusammen habt. Ja, weil Löwe steht immer wirklich für Spaß, für die Kreativität, für Fun, für die Hobbys auch. Und das ist wirklich so dieses Verspielte und so weiter. Ja, die verspielte, leichte Energie einfach. Ne? Aber jetzt guck mal, lieber Löwe, sag ich schon. Lieber Wassermann, kann natürlich auch sein, dass eine Löwe-Person bei dir eine Rolle spielt. Vielleicht ist es diese Person, mit der du jetzt hier dich bald anfreundest oder wie auch immer. Vielleicht ist diese Person ein Löwe. Ja, möglich ist das. So, jetzt gucken wir mal, lieber Wassermann, was die Karten jetzt hier noch sagen für dich für den Monat März. Was haben wir denn hier? Mars mit Aktion. Okay. Also bei dir geht es darum, im Monat März in irgendeiner Sache jetzt hier aktiv zu werden. Hier sehen wir auch schon die Boxhandschuhe, das Feuer, Lippenstift. Also interessant. Also hier geht es auf jeden Fall darum, lieber Wassermann, dass du jetzt für das kämpfen sollst, was dir wichtig ist. Ja? Und ich hatte wirklich sowieso den Eindruck, also du hast sehr, sehr schöne Energien hier im Monat März, dass du hast eine sehr, sehr gute Anbindung nach oben. Das habe ich alles schon gesagt. Du hast Menschen, die dich unterstützen, höchstwahrscheinlich aus deiner Familie, vielleicht auch Freundeskreis. Und diese unterstützen dich. Also du kannst hier wirklich gestärkt da sozusagen wirklich für das gehen, was du wirklich möchtest, wofür du wirklich bereit bist zu kämpfen. Und da haben wir noch das 12. Haus. Wahrscheinlich ist es die Spiritualität. Lieber Wassermann, weil das 12. Haus steht nicht nur unbedingt für Surrender, also für die Hingebung, für die Ergebenheit sozusagen, sondern es steht auch für Träume, Karma, spirituelle Entwicklung steht hier. Es geht auch um Trance, es geht aber auch um das Unterbewusstsein. Aber ich habe den Eindruck, hier geht es wirklich darum, dass du jetzt aktiv wirst im spirituellen Bereich. Vielleicht ist es wirklich so, lieber Wassermann, dass du, ja, also bei dir ist es definitiv so, laut diesem Orakel ist es so, dass du wirklich in die Spiritualität gehörst und du wirst wirklich ab Monat März wirklich für das, vielleicht sogar auch jetzt schon, für das kämpfen, was dir wirklich wichtig ist, wo du eben auch dahinter stehst. Ja. Genau. Das ist auf jeden Fall schon mal schön. Jetzt gucke ich gerade, welches Deck ich als nächstes nehme. Ups. So, okay. Sehr, sehr schön auf jeden Fall. Was haben wir denn hier? Ich habe mich eigentlich noch gar nicht konzentriert.
Vertrauen, okay. Also lieber Wassermann, du sollst ja auch vertrauen. Ja, du sollst daran glauben und du sollst vor allem auch deine Ängste überwinden. Ne? Vielleicht hast du Angst, du bist nicht gut genug. Vielleicht glaubst du nicht wirklich an dich. Und das ist interessant. Ja, ich komme erstmal dazu. Also du glaubst nicht wirklich an dich. Ja, du hast wahrscheinlich Angst da irgendwie was. Ja, also du hast wahrscheinlich wirklich Angst, dass du entweder nicht gut ankommst oder dass du nicht gut genug bist, dass du eventuell versagen könntest. Aber es ist Schwachsinn, weil im Monat März geht es darum, wirklich aktiv zu werden. Und das wirst du dann definitiv auch tun und auch spüren. Und da wirst du auch definitiv auch merken, dass dann der Zeitpunkt dann definitiv auch gekommen ist für dich. So, und hier haben wir Identity, das ist die Identität. Und hier habe ich den Eindruck, dass du dir selbst über irgendetwas bewusst wirst. Ich habe den Eindruck, dass du neue Seiten an dir entdecken könntest, vielleicht sogar auch neue Gaben an dir entdecken könntest. Aber ich finde das ziemlich interessant, weil hier ist die Identität und Mars steht auch für deine Persönlichkeit, für deine Identität. Also lieber Wassermann, vielleicht geht es darum, dass du, ich habe den Eindruck, dass du sehr, sehr viel erreichen kannst, wenn du einfach du selbst bist und wenn du einfach durch deine Persönlichkeit. Ich habe den Eindruck, du bist eine sehr, sehr starke Persönlichkeit und auch noch sehr, sehr spirituell, das sowieso. Ja, du hast ein Gespür für die Menschen. Das ist das, was ich jetzt hier definitiv wahrnehmen kann. Aber es ist eben wichtig, dass du wirklich lernst, an dir selbst zu glauben. Aber ganz ehrlich, wenn ich mir das hier jetzt so hier so mit Mars angucke, und Mars herrscht ja über Widder. Und Widder sind ja auch unglaublich, ja, schon selbstbewusst, weil die sind so, ja, guck mir, ja, guck, hier bin ich. Ja, sieh mich an, hier bin ich. Ne? Das ist so diese Energie. Und ich glaube, dass du in diese Energie kommen wirst, lieber Wassermann, definitiv. Ja, du bist bereit, deine Ängste zu überwinden. Du gehst nun deinen Weg. Du hast alle Unterstützung, vor allem, die du auch brauchst. Ja. Es ist auch eine Prüfung für dich, lieber Wassermann. Es ist wirklich, weil hier haben wir haben ja Examen sozusagen. Das ist ja sozusagen eine Prüfung oder ja, halt sowas. Ne? Das ist eine Prüfung für dich jetzt auch, dass du jetzt endlich deine Angst überwindest und in Aktion trittst. Gucken wir weiter, lieber Wassermann, was jetzt hier noch kommen möchte aus diesem Weg für dich. Das ist unfassbar, wie gesprächig die mit dir sind. Meine Güte. Hatte ich bis jetzt noch nicht gehabt, dass es jetzt wirklich richtig rausgeflogen kam. Das ist für mich auch immer ein Hinweis. Okay, jetzt ist die Zeit. Mach jetzt endlich. So. Das ist für mich irgendwie so der Startschuss. Ja, die würden jetzt ja sagen, ja, du bist auf dem richtigen Weg. Mach jetzt endlich. So spüre ich das. Ne? Gucken wir mal. Kontemplation. Okay. Ich habe den Eindruck, dass du vielleicht viel zu viel grübelst, weil du bist ja ein Luftzeichen, lieber Wassermann. Und die Luftzeichen neigen dazu, zu viel zu grübeln. Die Zwillinge sind ein bisschen schlimmer als die Wassermänner, aber na, ich habe den Eindruck, dass du da wirklich viel zu viel hinterfragst. Ja, so nach dem Motto, ist das wirklich richtig? Werde ich da wirklich erfolgreich sein? Komme ich wirklich gut an? Und so weiter und so fort. Ja, also ich glaube, du grübelst hier wirklich viel zu viel. Du zerdenkst vielleicht die Dinge. Und das sorgt eben dafür, dass du eben nicht in Aktion trittst. Ich finde das so interessant. Du liegst hier da, also die Person liegt hier da. Die überlegt und überlegt. Neben sich hat es einen Tiger. Der Tiger ist ja nun die Aktion schlechthin, sozusagen. Ich habe das Gefühl, dass du das, dass du dich, deine eigene Kraft, so ein Stück weit, aber auch bisher zurückgehalten hast. Aber ich glaube, im Monat März hast du da wirklich hier den Angriff. Da hast du hier die Aktion. Und ich glaube, dass sich das definitiv ändern wird. Ich glaube, du bewegst dann wirklich deinen Popo und gehst dann aber auch wirklich vorwärts. Die nächste Karte, das ist hier die Zusammenkunft oder das Zusammensein. Ich finde das schön. Dadurch, dass du ja, das passt sehr, sehr gut zu den 10er-Kelchen. Und die 10er-Kelche habe ich ja auch gesagt, das ist das glückliche Zusammensein mit den Menschen, die man liebt und mit den Menschen, mit denen man auch zusammengehört. Ja. Das ist einfach ein sehr, sehr starkes Band. Also du hast wirklich sehr, sehr viele Menschen. Es müssen nicht unbedingt viele Menschen sein, aber es sind definitiv Menschen, die dann auch definitiv loyal dir gegenüber sind. Das sind welche, die wirklich zu dir stehen. Und was ich jetzt auch gerade noch reinbekomme, ist, dass du definitiv eine Person bist, die andere führen kann. Du bist sehr vertrauenswürdig. Du bist unglaublich loyal. Und das ist genau das, was die Menschen spüren. Und deswegen folgen sie dir. Das ist genau das, was ich jetzt hier auch gerade reinbekommen habe für dich, lieber Wassermann. Wow, sehr, sehr interessant. Sehr interessant, lieber Wassermann. Ich hoffe, du machst auch was draus. So schön, wie das hier aussieht. Ich spüre ebenfalls wirklich
sehr, sehr, also die Farbe Rot sticht mir hier gerade sehr, sehr stark ins Auge. Rot ist natürlich wirklich die Leidenschaft. Also ich glaube, bei dir ist es jetzt wichtig, lieber Wassermann, dass du deiner Leidenschaft einfach folgst. Ja, dass du wirklich im positiven Sinne anfängst zu kämpfen. Zu kämpfen für das, was du willst, für das, was dir wirklich wichtig ist und für das, woran du glaubst, sozusagen. Ja? Wow. So, jetzt geht's los, Wassermann. Was kommt denn hier jetzt noch für dich? Wassermann, Wassermann, März. Es will nur die eine Karte, bekomme ich gerade rein. Dann ist es vollkommen in Ordnung. So, jetzt hast du hier Purification. Ja, ich habe ja gesagt, also dadurch, dass sich deine Schwingung eben auch erhöht, dadurch, dass es so ist, dass du vermehrt immer mehr und mehr wahrnimmst. Und ich glaube, das ist eben auch das, was sich bei dir jetzt verstärken wird. Und deswegen ist es für dich wichtig, dass du dir natürlich, dass du dich hin und wieder wirklich in ja, reinigst sozusagen. Also reinigen in dem Sinne, dass du jetzt vermehrt in die frische Luft gehst und einfach mal wieder runterkommst von dem, was du tust, was du um dich herum wahrnimmst. Vielleicht bist du auch dann vermehrt für Menschen da. Da ist es wirklich wichtig, dass du dir hin und wieder eine Auszeit gönnst. Und das ist unfassbar wichtig, gerade im spirituellen Bereich. Ja. Und also hin und wieder wirklich dir eine Pause gönnen. Und vielleicht ist es aber auch wichtig, dich jetzt hier am Gewässer aufzuhalten, weil man sieht ja jetzt hier Regen. Ich glaube, der Regen, das ist ja wirklich das Reinigende. Ne? Also das heißt jetzt nicht, dass du im Regen spazieren gehen sollst und nass wirst. Das meine ich damit nicht unbedingt, es sei denn, du möchtest es. Aber ich glaube, vielleicht ist es aber auch wirklich so, dass doch mal eine Reinigung stattfindet. Das kann jetzt hier ebenfalls der Fall sein. Ich habe aber auch den Eindruck, dass einige Wassermänner von euch wirklich dazu fähig sind, andere zu heilen. Ja, also nicht in dem Sinne, ja, ich heile deine Blockaden, ich heile deine Karma oder ich löse dein Karma auf. Das meine ich nicht, das ist alles Schwachsinn. Ich meine damit, dass du wirklich eine Energie hast, wo sich andere wirklich hinterher einfach besser fühlen, weil, nachdem sie mit dir geredet haben. Das ist das, was ich damit meine. Ja? Ja, schön. Gucken wir weiter. Ich überlege gerade, welches Kartendeck. Oh, ich würde jetzt noch so viel für dich machen, gerade lieber Wassermann. Das ist auch interessant. Das habe ich jetzt auch noch nicht gefühlt. Ich nehme mal die Karten. Nee, ich nehme mal die hier. So, okay. Die Karten, die ich benutzt habe, stelle ich dir auch zum Schluss des Videos vor. Ja. Also lieber Wassermann, du bist definitiv ein Talent. Absolut bist du ein Talent. Das ist das, was ich gerade noch reinbekommen habe. Im Gegensatz zu manch anderen in der spirituellen Szene bist du ein definitives Talent. Das ist das, was ich hier definitiv bei dir spüren kann. Und sehe auch. Ne? Das habe ich ja auch schon bei einigen anderen gesehen in den letzten Orakeln, die ich jetzt halt so gemacht hatte. Jetzt nicht unbedingt für März, aber auch zuvor. Da waren immer einige dabei, die haben wirklich was auf den Kasten, trauen sich aber nicht. Und das ist dann für mich so ein Moment, wo ich mal einen Kopf fassen könnte. Ja. Während da draußen irgendwelche schwarzen Schafe rumlaufen und die Leute verarschen, auf Deutsch gesagt, halten die, die wirklich was drauf haben, sich zurück. Das ist dann etwas, was ich nicht länger dulden möchte. Das ist wirklich unfassbar. So, jetzt gucken wir mal, was die Engel dir zu sagen haben. Lieber Wassermann für den Monat März. Okay. So. Dann hast du hier als erstes Recovery. Das ist die Wiederherstellung, aber auch die Genesung. Das ist genau das, was ich hier damit meine, mit Purification. Also vielleicht geht es da hin und wieder auch darum für dich, gerade weil du jetzt so feinfühlig auch geworden bist und sehr, sehr viel um dich herum wahrnimmst, ist es da wichtig, dass du dich hin und wieder da sozusagen reinigst, indem du einfach da etwas tust, was dich wieder erdet, sozusagen. Na? Das ist eben das, was wirklich wichtig ist. Aber bei einigen von euch spüre ich eben auch, dass ihr wirklich absolute, ihr seid Heiler. Einige von euch definitiv, das ist ein Hinweis darauf, dass du ein Heiler bist, lieber Wassermann. Ja, du bist dazu fähig, anderen zu helfen, dass es ihnen besser geht. Ja, absolut. So, die nächste Karte. Bitte andere um Hilfe. Okay, vielleicht ist es jetzt erstens ein Hinweis darauf, dass jetzt vermehrt jetzt Leute dich darum bitten werden, dass du ihnen hilfst. Oder aber es ist jetzt ein Hinweis für dich, lieber Wassermann, dass du auch andere um Hilfe bitten sollst. Vielleicht ist es so, dass du dir etwas aufbauen möchtest. Du möchtest jetzt hier aktiv werden, endlich für das gehen, was jetzt für dich wichtig ist. Und hier ist es
wichtig, dass du dir auch wirklich Hilfe suchst von anderen, dass du vielleicht sogar auch Hilfe annimmst. Vielleicht wirklich von Menschen, denen du zu 100% auch vertrauen kannst. Entweder aus deiner Familie oder Freundeskreis oder wie auch immer. Ja, denn ich habe das Gefühl und ich sehe es auch, das sind wirklich Menschen, die sind da für dich da und die wollen dir definitiv helfen. Ja, das ist das, was jetzt hier damit gemeint ist. So, lieber Wassermann, und dein Orakel jetzt einfach mal abzuschließen, habe ich jetzt hier Astrologiewürfel und da gucken wir mal, was da jetzt noch so kommt. Ich bin schon gespannt. Wassermann, 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 März. So, du hast das dritte Haus, du hast Mond und du hast Krebs. Interessant, sehr, sehr starke Krebsenergie. Also Mond ist der Herrscher vom Krebs, ne? Also hier geht es wirklich um die, es geht hier um das Thema Familie, weil Krebse sind wirklich sehr, sehr starke Familienmenschen. Also ich habe den Eindruck, lieber Wassermann, dass im Monat März das Thema Familie für dich an erster Stelle stehen könnte. Bei einigen von euch. Ja, beziehungsweise du wirst sehr, sehr viel auch Kontakt mit deiner Familie haben, sehr, sehr viel mit ihnen kommunizieren, weil das dritte Haus steht für Kommunikation. Vielleicht schreibst du auch mit ihnen, ne, sehr viel E-Mail oder wie auch immer. Aber hier ist auf jeden Fall sehr, sehr viel Kontakt mit deiner Familie. Das ist das Erste, was ich sehe. Aber es könnte natürlich auch sein, dass du kommunizieren könntest mit einer Krebsperson, mit irgendjemandem, der hier Krebs ist. Ja, vielleicht ist es sogar aber auch so, dass der Freund oder die Person aus deiner Seelenfamilie, vielleicht ist diese Person auch ein Krebs. Es kann aber auch sein, dass das die Mutter ist, weil Krebs und Mond steht auch für die Mutter. Ja. Es könnte wirklich sein, lieber Wassermann, dass das die Person, die wirklich hinter dir steht, dass diese Person deine Mutter sein könnte. Entweder ist es ein Krebs oder es ist deine Mutter oder beides. Ja, also das kann jetzt hier wirklich der Fall sein. Weil dann hat man hier wirklich sehr, sehr viel Kommunikation. Vielleicht bittest du deine Mom auch um Hilfe oder die Krebsperson oder wie auch immer oder die Person, die für dich wie eine Mutter ist. Das kann auch sein, ja. Aber ansonsten steht der Mond. Und der Krebs auch für das absolut Sensitive, ja, für die absolute Intuition auch, ne? Also das ist jetzt auch nochmal ein Hinweis für dich, lieber Wassermann, dass deine Intuition wirklich auf dem Punkt ist im März. Ja, also du bist wahnsinnig intuitiv, du hast ein sehr, sehr gutes Bauchgefühl und das ist eben das, was sich jetzt auch bei dir noch verstärkt, ja. So, lieber Wassermann, das war dein Orakel. Ich könnte jetzt noch stundenlang für dich weitermachen. Ich habe richtig das Gefühl, jetzt stundenlang bei dir jetzt noch weitermachen zu wollen. Und das ist das erste Mal, dass ich das jetzt irgendwie so merke, so ein bisschen. Ich meine, ja, ich will natürlich jeden, ist klar. Aber bei dir habe ich jetzt so richtig das Gefühl, oh, weiter, weiter, weiter. Das ist richtig cool gerade. Aber egal, ich werde dir jetzt die Karten vorstellen, die ich benutzt habe. Mit dabei war das Lightseers Tarot. Dann habe ich benutzt, das ist das. Ich sage jetzt ganz einfach mal Numinus Astrodeck. Ich habe es wahrscheinlich falsch ausgesprochen. Ja. Dann habe ich benutzt, ich muss kurz gucken. Das ist das Secrets of the Mystic Groove. Grove oder Groove. Ich bin mir nicht sicher gerade. Mein Englisch ist jetzt zwar nicht so schlecht, aber es ist jetzt auch nicht so unbedingt das Beste. Naja. Gut, dann haben wir, das ist das Angel Answers von Doreen Virtue. Das war mit dabei. Dann war auch mit dabei. Das ist das, ich glaube, das ist jetzt auch das letzte. Das ist von Denise Lynn, das Sacred Destiny Orakel. Lieber Wassermann, ich wünsche dir einen wunderschönen Monat März und sage bis zum nächsten Mal. Lass es dir gut gehen. Tschüss.